Sind wir hergekommen, ne? Ja, genau, oder? Da geht sogar noch eine Tür. Schaut da mal. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ah, die kann man gar nicht erst aufmachen. Wo geht's hier hin? Faldras Zahn, da kommen wir dann da rein. Da gehen wir gleich natürlich auch rein, aber erstmal hier oben noch den Rest ausspähen. Ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Wo ist er denn, der Hund? Jetzt rutschen wir hier runter. Und da ist der Eingang zu dem Turm. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir gleich hier runterrutschen. So, hier können wir auch mal gucken. Was hast du denn? Orkische Pfeile. Ja, sehr geil. Was ist hier noch? Tote Hose, wa? Kaputt. Naja, gut. Warum auch immer hier so die ganzen Sachen immer kaputt sind, das würde ich auch gerne mal wissen. Ob da nicht... Das war jetzt sehr schlau. Das würde ich auch manchmal gerne wissen. Faldras Zahn, wo sind wir denn jetzt hier? Da ist eine kaputte Tür. Also das finde ich manchmal schon komisch, warum hier wirklich so alles so demoliert ist und kaputt und belagert. Denn, Drachen alleine können das ja, glaube ich, nicht gewesen sein. Oder ich weiß es nicht, aber dann würde man davon ja irgendwie mal hören und nicht immer nur alles sehen, weil das sieht ja schon so zerstört aus. Und Drachen sind ja erst seit Kürzen wieder aktiv, wie wir ja mitbekommen haben, laut Hauptstory. Vielleicht hat das was mit den vorigen Teilen zu tun. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe ja nur Morrowind gespielt, aber das ist ja hier eine ganz neue Karte. Ist ja hier, wir sind ja hier auf Himmelsrand und wenn ich mich richtig erinnere, war ja Oblivion und Morrowind. Aua! Also was ich sagen wollte, waren ja Oblivion und Morrowind waren ja in ganz anderen Gegenden zugange. Hi. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hi, hast du auch. Oh, das sah doch mal cool aus. Richtig schön durch die Gegend geflogen. Pelzschild brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den Pfeil noch mit, auch wenn wir ihn nicht wirklich brauchen. Was haben wir denn hier? Zellen. Ach, da sind wieder... Ach, guck mal. Ich hätte hier gerade wen gehört. Deswegen war ich gerade so still. Boah, lassen die doch wirklich die Wölfe zu Kannibalen werden, indem sie ja Hundefleisch essen. Die Armen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so ganz so fair. Ist da irgendwie rein? Ich glaube, wir müssen hier lang. Akademie, sagt der Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? Irgendwann zur Ruhe setzen. Auf eine schöne Insel. Da ist ein Hund. Da ist noch ein Hund. Oha. So, jetzt erstmal wegpusten. Da müssen wir jetzt aufpassen. Der Marodeur scheint etwas stärker zu sein, besonders durch seine Zauber. Den konnten wir gerade noch so ausweichen. Hier, du... Ach komm, durch die Lücke wollte ich schießen. Ich wollte es ein bisschen stylisch machen. Boah, und da weicht er aus. Autsch.
hat er uns getroffen. Soll uns aber jetzt nicht aufhalten, denn wir haben ja ein paar andere Fähigkeiten noch auf Lager. Wie zum Beispiel diese hier. Na komm. Boah, raste aus. Ist das schon alles? Ihr werdet dieses Land nicht lebend verlassen. Ha! Wer wird hier was nicht lebend verlassen? Wow. Hi. Das ist ja auch doof. So. Ne, die Tür brauchen wir ja nicht aufschließen. Ja, der war echt etwas schwieriger. Und der ist ja hinterher richtig ausgerastet. Ja, der Wolf scheint auch jetzt durch uns gekillt worden zu sein. Und hier werden wir schon wieder von irgendwas entdeckt. Ach, es ist wahrscheinlich wieder der Wolf da. Wölfe entdecken einen immer ziemlich schnell, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Da liegt nur Müll, das braucht man nicht. Huch. Ja, und das hier ist auch eher uninteressant. So, jetzt gucken wir mal gerade, die haben da nämlich irgendwie hier... Ja, putzen könnten sie auch mal. Aber hier haben die den armen Wolf auf so eine Bank gelegt zum Sezieren, oder was? Ah, wo ich hier die Bücher sehe. Moment mal. Da hatten wir doch auch eins. Wie hieß das denn noch? Da. Okay, es scheint also nichts zu bringen. Dann schmeißen wir es halt raus. So. Schmeißen wir es da drauf. Och Gottchen. Ich hab's gerade gesehen. Ich dachte, es wäre... auch wieder so ein Wolfsgitter gewesen. Bis mir dann auffiel, dass es so ein Zackentor ist. Tut mir leid, Hund. Ich erlöse dich von deinem Problem. Ich töte die übrigens immer genau aus diesem Grund, den ihr gerade gesehen habt. Nämlich, dass wir... Oh, da ist die Truhe hinter. Ha! Jetzt hoffe ich, dass wir nur wieder rauskommen. Ich glaube, der Hebel ist aber dazu gut. Wir haben auch eine Stufe erreicht. Oh, hat direkt geklappt. Die brauchen wir nicht. Die Triche und den Rest nehmen wir. Den brauchen wir auch nicht. Aber es hat Dreck geklappt. Ich dachte, ich kriege jetzt erstmal wieder eine gewischt. Ja. Stufe. So, neue Stufe. Ja, ich denke mal, Ausdauer habe ich jetzt genug erhöht. Jetzt mache ich nochmal einen Punkt in Gesundheit. Und wir waren, glaube ich, Zerstörung. 49, da können wir noch nichts Neues machen. Aber ich glaube, wir hatten noch in der... Schießkunst einiges zu machen. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ruhige Hand gäbe es da nämlich noch, genau. Und die Disziplin des Jägers. Und da bin ich, glaube ich, mal dafür, ruhige Hand zu nehmen. Denn jetzt können wir Folgendes machen. Schaut mal unten rechts auf die Ausdauer. Sie vergeht noch langsamer als vorher. Sehr geil. Können wir also länger zielen, anvisieren und eigentlich wollte ich jetzt hier nicht dran. Panzer wieder weg. Brauchst gar nicht an der Haut da rumzuzupfen. Ist nicht deine. Also speicher übrigens auch mal wieder. Sehr verwinkelt hier wieder. Oh. Tja, wen nehmen wir von den beiden? Rechts oder links? Oder lieber rechts? Ich nehme rechts. Das ist eine Frau. Die Frauen sterben zuerst, damit sie das Elend nicht sehen müssen. Was? Oh. Das war gut gezielt, Yabu. Das war gut gezielt. 10 Gold. 3 zu 1 auf Weiß. Ah! Das war's schon? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja! Hier. Und Patz!
Ja, die Animationen sind noch ein bisschen wackelig, würde ich mal sagen. Also da hätte sich Bethesda ein bisschen, ja, besser anstellen können. Aber trotzdem schick, dass sie jetzt endlich mal sowas hier durchgesetzt haben. Und hier übrigens sehen wir schon wieder eine blutige Wolfsarena. Sehr schade um diese schönen Tiere. Eiswölfe sogar. Also ich finde, Wölfe sind super schöne Tiere. Da weiß man dann auch, woher die Hunde kommen. Für die wenigen, die das jetzt nicht wissen, ne? Hunde sind ja aus Wölfen hergezüchtet. Oder abstammend, ist ja jetzt mittlerweile schon der Vergangenheit. Oh, das ist gerade wieder irgendwo ein Krug verschwunden. Ich hoffe, ich habe den nicht mitgenommen. Ah, da ist noch Gold. Ah, da ist er wieder. Auch nicht schlecht. Oh, da liegt noch mehr Geld. Hallo, gib mir das Geld. Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Oh, wow, wow, wow. Das hier brauche ich einen Meister. Ah, das ist schon was schwieriger. Oha, ganz kleines bisschen drücken und schon. Unglaublich. Ja, gut, dass wir so viele Dietriche haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Aha, da war schon mal der erste Erfolg. Und da haben wir es jetzt geschafft. So, gut, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Ja, ich habe die Geldbeutel unten auch gesehen. Boah, das sind sogar viele Geldbeutel. Scheint hier ein richtig großes Ding gewesen zu sein. Richtig viele Wetten. Und da ist noch eine Truhe, die nehmen wir natürlich auch. Da ist nochmal Geld. Ja, Steinhaut haben wir ja mittlerweile. Wollen wir jetzt nicht nochmal. Da liegt noch mehr. Tja. Das reinste Paradies hier, wenn man nicht schon so viel Geld hätte. Wo geht's jetzt hier lang? Oh, da planscht was. Okay, es war schon tot und jetzt haben wir irgendwas anderes auf uns aufmerksam gemacht. Ach, das sind Skiver. Diese kleinen Mistratten. Da war er gerade, aber hier müssen wir schwimmen. Wo ist er denn? So. Boah, die schwimmen ja auch noch rum wie die kleinen Wilden. Da geht's rauf, da geht's rauf, da geht's lang und da geht's lang. Oh Gott. Der arme Wolf. Also ich finde, sowas finde ich nicht schön. Wo geht's da hin? Ach, hier geht's nirgendwo lang. Okay. Da hinten. Schauen wir erstmal hier nach. Ein paar Fässer. War alles nichts mit anfangen.